Wir lesen gerade noch das Buch auf den Fußspuren des großen Arztes und sind jetzt in Kapitel 26 angekommen. Und das ist ich habe euch ja erzählt von diesem Arzt von Campbell, der uns empfiehlt, die Bücher von Ellen White zu lesen. Und der gesagt hat, Mensch, verbreitet diese Bücher so gut und so weit es geht. Fast alle Aussagen von ihr werden heute wissenschaftlich schon untermauert. Also einer der größten Professoren, die es im gesundheitlichen Bereich gibt, sagt, lest diese Literatur, es gibt nichts Besseres. Und fast alles davon ist schon belegt. Jetzt gibt es Dinge, die sind zu 100% belegt. Und dann gibt es Bereiche, die sind noch nicht so, da streiten sich die Leute ein bisschen. Und es geht in dem Kapitel heute um Anregungsmittel und Rauschmittel. Ich werde jetzt mir einen von diesen hier in diesem Gesundheitsbeitrag rauspicken. Und das ist was? Der Kaffee. Also Drogen, Zigaretten und so weiter. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die schlecht sind. Wenn man über Kaffee liest und sich Studien über Kaffee anschaut, dann gibt es da wirklich Kontroversen zum Teil. Also viele Leute sagen, der Kaffee hilft, dass du alarmiert bist, dass du wach bist, dass du besser aufnahmefähig bist. Es gibt Leute, die empfehlen einen geringen Kaffeekonsum, dass man besser lernen kann. Das ist so die eine Seite. Und jetzt will ich ganz kurz ein paar Zitate lesen, was Ellen White in dem Buch auf dem Fußspuren des großen Arztes über Kaffee schreibt, hinsichtlich des Kaffees, sie schreibt da auch über Tee und Tabak und alkoholische Getränke, besteht der einzige sichere Kurs darin, sie nicht anzurühren. Also sie sagt, Leute, rührt das nicht an. Das war mir auch bewusst, aber als ich das jetzt hier gelesen habe, sind mir so ein paar Dinge bewusst geworden, die mir vorher noch nicht bewusst waren. Sie sagt, wie schlecht das für unsere Gesundheit ist, wie Entzündungen in unserem Blut nach oben gebracht werden und so weiter. Und dann sagt sie folgenden Satz, und den fand ich, der war für mich in dieser Härte relativ neu, vor allen Dingen, weil es ja so diese Kontroversen gibt. Und ich versuche schon, gerade in den letzten Monaten, in denen wir dieses Buch studieren, zu sehen, wie belegt die Wissenschaft diese Aussagen. Und jetzt sagt sie zum Kaffee folgendes, Kaffee trinken ist eine Sünde, Punkt. Das ist ihre Aussage und jetzt habe ich überlegt, okay, wenn sie das so klar sagt, es gibt aber teilweise wissenschaftliche Belege, dann müssen wir gucken, in welche Richtung das geht. Also sie sagt ganz klar, Leute, Kaffee trinken ist eine Sünde und beschreibt dann, dass wir das nicht tun sollen. Ich kannte das immer in dieser weichen Form, wie ich das hier gelesen habe. Der sichere Kurs besteht darin, sie nicht anzurühren, aber dann sagt sie ein paar Zitate weiter ganz klar, das so wie es ist. Was passiert? Was sagen auch einige Wissenschaftler, wenn wir Kaffee trinken, Cortisol, Entzündungswerte gehen stark nach oben, das ist bekannt. Ich möchte nicht, dass mein Cortisol nach oben geht. Ja? Wir wissen, dass unser Immunsystem dadurch schwächer wird und wir wissen, dass wir dadurch dicker werden. Also je mehr Kaffee du trinkst, es gibt auch viele schlanke Kaffeetrinker, aber das ist so die Meinung. So, jetzt hat Kaffee ja was mit Wachsein, alarmiert sein und auch mit Schlaf zu tun. Kaffee hat eine Halbwertszeit. Es gibt ja immer Dinge, die konsumierst du und dann sind die nach einer gewissen Zeit nur noch um die Hälfte im Blut anzutreffen. Kaffee hat eine Halbwertszeit von ungefähr 6 bis 7 Stunden. Das heißt, du trinkst etwas und die Koffeinmenge ist nach 6 bis 7 Stunden halbiert. Es hat eine Viertelwertszeit von ungefähr 12 Stunden. Also wenn ihr mittags ein Glas Kaffee oder eine Tasse Kaffee trinkt, ist nachts um 12 immer noch ein Viertel von diesem Kaffee in eurem Blut. Also wer von euch würde um Mitternacht, kurz bevor er schlafen geht, ein kleines Glas Kaffee trinken? Das würde keiner tun. Aber genau das tun wir, wenn wir mittags noch ein Glas Kaffee zu uns nehmen. Und jetzt gibt es Leute unter uns, die schlafen trotzdem gut, auch wenn sie Kaffee trinken. Also es gibt Leute, die sagen, oh, ich trinke Kaffee, ich kann schlafen wie ein Baby. Das ist auch so. Also es gibt Leute, die vertragen das im Schlaf gut, es gibt Leute, die vertragen das schlechter. Was man gemessen hat, ist, dass nicht das Durchschlafen einen guten Schlaf definiert, sondern die Länge des Tiefschlafs, den wir haben. Also wenn ich einschlafe, dann startet ungefähr 45 Minuten nach meinem Einschlafen der Tiefschlaf und der
ist ungefähr 20-25% pro Nacht. Also so viel haben wir ungefähr unsere Tiefschlafphase. Wenn ich Kaffee getrunken habe, dann sinkt das auf 10-15%. Und das ist das Problem. Also ich schlafe vielleicht durch, aber mein Tiefschlaf ist nicht in dem Maße da, wie ich ihn eigentlich brauchen würde. Also wir kriegen einen unregelmäßigen Schlafrhythmus und wir merken über eine erst längere Zeit, dass wir uns schlechter fühlen, weil die Tiefschlafphasen stark gestört sind. Und das führt dann zu vielen Dingen wie psychischen Störungen, wie Insulinresistenz, das Gewicht ist aus dem Lot, die Qualität des Schlafens wird besser. Und trotzdem denken die Leute, ich schlafe ja durch und manchmal unbewusst steigt dadurch der Kaffeekonsum, weil mein Schlaf nicht gestört ist, obwohl ich es tue. Also ich kann euch empfehlen, diesen Ratschlag aus diesem Buch anzunehmen und wirklich komplett auf den Kaffeekonsum zu verzichten. Es gibt eine gute Empfehlung, dass man sagt, starte deinen Tag mit 2 Gläsern Wasser. Ja, und ein Glas ist ungefähr 240 Milliliter und dann trinke jede Stunde, die du wach bist, die nächsten Stunden ein Glas Wasser. Und ein schöner Satz noch aus diesem Buch ist folgender: In dieser schnelllebigen Zeit, in der wir jetzt leben, umso weniger reizend unsere Nahrung ist, umso besser. Und das, finde ich, ist ein guter Ratschlag. Also versucht das, versucht euer Wasser zu trinken. Es gibt einen guten Tipp, der sagt folgendes: 6 Gläser Wasser braucht ihr, um zu überleben, 8 Gläser Wasser braucht ihr für die Gesundheit und 10 Gläser Wasser für die Schönheit.